Hallo zusammen zu einem weiteren App-Review vom iPod Toucher 3G. Heute habe ich wieder ein neues App für euch. Das nennt sich WM-App. Ja, die meisten sollten das bei iTunes schon gesehen haben. Das ist nämlich im Moment meistverkauftes App. War es auf jeden Fall gestern. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt immer noch so ist, aber ich gehe einfach mal von aus. Ja. Zeige ich euch das jetzt mal. Also, hier geht's schon mal gut los. Ihr seht nämlich den Countdown zur nächsten WM. Ja. Auf nichts anderes wollte ich anspielen. Also, ihr seht jetzt hier schon, es sind noch 52 Tage, 21 Stunden, 51 Minuten und halt 30 Sekunden bis zum Start der WM in Südafrika. So, jetzt gehen wir weiter. Einfach den Bildschirm berühren und jetzt sind wir auch schon im App drinne. Und jetzt könnt ihr hier sehen, jetzt sind wir in der Kategorie Turniere. Ihr seht hier, es gibt drei Kategorien: Turniere, Teams und Fakten. Und wir sind jetzt, wie gesagt, im Turnier-App. So, jetzt sind hier drei Kategorien: zukünftige Turniere, aktuelle Turniere und frühere Turniere. Am längsten ist natürlich die Liste mit den früheren Turnieren. So, fange ich einfach mal an mit der aktuellen App, nämlich dem nicht App Turnier, und zwar in Südafrika. So, was sehen wir jetzt hier? Wir sehen jetzt zum Beispiel die erste Partie Südafrika gegen Mexiko am 11. Juni um 16 Uhr in Johannesburg. Das können wir jetzt alles hier entnehmen. Und genauso ist es auch bei den weiteren Begegnungen, zum Beispiel hier erste Begegnung von Deutschland am 13. Juni um 20.30 Uhr gegen Australien in Durban. Also das können wir hier alles sehen, die ganzen Partien. Und jetzt geht es hier dann genauso mit dem Achtelfinale. Da weiß man halt zwar noch nicht, wer drin steht, aber ihr könnt es raus entnehmen aus... Hier steht ja Loser aus 61 und 62. Und dann könnte man sich das theoretisch so da vorstellen. So, dann gibt es hier noch Gruppen. Und dann könnt ihr euch die einzelnen Gruppen angucken, wer wie viele Punkte hat und die Torverhältnisse. Zum Beispiel hier in Gruppe A, Südafrika, Mexiko, Uruguay und Frankreich. Und wenn das Turnier halt angefangen habt, dann seht ihr dann halt die Punkte dahinter und so. Ja, das war's dann. Nein, ich noch nicht ganz mit dem Turnier-App. Ich will euch noch ein früheres Turnier zeigen, und zwar das in Deutschland 2006. Hier könnt ihr das Ergebnis sehen. Italien halt Weltmeister geworden. Deutschland auf Platz 3. Den Spielplan könntet ihr euch nochmal angucken. Und noch Auszeichnungen. Das finde ich auch ziemlich cool. Zum Beispiel Top-Torschütze Miroslav Klose aus Deutschland, bester Spieler Zinedine Zidane und halt so runter bis zum Beispiel unterhaltsamstes Team Portugal oder so. Dann könnt ihr noch die Besucher dieser WM waren irgendwie 3.359.000, durchschnittlich im Stadion 52.484. Und dann seht ihr noch die Tore und die Durchschnittstore. Ja, das war's dann eigentlich hier zu der Unterkategorie Turniere. Jetzt geht's weiter mit Teams. Hier seht ihr jetzt alle Teams aufgelistet, die an einer WM mal teilgenommen haben. Die müssen jetzt nicht unbedingt jetzt dabei gewesen sein, also beim nächsten Turnier. Können auch von mir aus 1936 mal dabei gewesen sein. Ja, ich zeige euch jetzt mal das am Beispiel der USA. Da seht ihr jetzt das beste Ergebnis. Alle Ergebnisse von den neuen Teilnahmen. Und die Begegnungen, wie viel sie davon gewonnen haben, verloren und unentschieden. Und die Tore, die sie geschossen haben. Das war's dann eigentlich auch von den Teams.
Man hat halt so eine faktische Aufstellung von den Teilnahmen und Toren und Begegnungen. Und dann gehe ich jetzt mal weiter. Bei Fakten gibt es dann noch so eine Kategorie: meiste Titel, meiste Teilnahmen, meiste Tore aller Zeiten und schnellste Tore. Ich zeige euch jetzt mal meiste Titel. Da seht ihr jetzt, Brasilien hat 5 Titel, Italien 4, halt und so weiter. Ist auch mal ganz interessant zu wissen. Und dann zeige ich euch noch meiste Tore aller Zeiten. Dann seht ihr halt jetzt hier die Torauflistungen von den einzelnen Spielern. Bester ist Ronaldo, 15 Tore aus Brasilien. Auch mal ziemlich interessant. Ja, das war's eigentlich von dem App. Ihr habt soweit alles gesehen, was es in diesem App gibt. Und mein Fazit, das App ist eigentlich ziemlich hilfreich, um sich mal zum Beispiel einzelne Spieler anzugucken, wie die ausgegangen sind oder wie der Spielplan ist. Aber was mir ein bisschen bei diesem App fehlt, sind diese aktuellen Sachen halt von dieser WM. Zum Beispiel, wenn ich mir, das geht jetzt zwar noch nicht, das geht jetzt zwar noch nicht, wie soll ich sagen? Zum Beispiel, ich erwarte mir von einem WM-App, dass da die ganzen deutschen Spieler bei sind und so. Und nicht nur von Deutschland, sondern auch von anderen Ländern. Das geht jetzt zwar noch nicht, weil zum Beispiel von Deutschland der Kader ja noch nicht bekannt gegeben wurde. Aber das, denke ich, sollte schon in ein WM-App rein. Gut, das App kostet 79 Cent im App Store zu haben, und für Freunde von WMs ist das auf jeden Fall ein interessantes App. Ihr könnt alle mal dabei vorbei. Ja, was sage ich denn? Ihr könnt alle mal vorbeischauen. Und ja, das war's wieder von meinem App Review. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und immer daran denken: abonnieren, kommentieren und bewerten. Ciao.